Hilfe, wo bin ich denn hier gelandet? Ich glaube, ich habe mich zu klein geschrumpft. Irgendwie bin ich bei den Atomen gelandet als Ant-Man. Jo, was geht ab, Leute? Hier ist euer Revi. Nein, nicht wirklich. Hier ist Hank, euer Masiana. <laughs> ja gut. <laughs> So, hallo und alle zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine weitere Modvorstellung und zwar gibt es einen Superhelden Mod und äh, da sind so ziemlich alle Helden drin aus dem Marvel Universum. Vielleicht noch mehr. Problem ist, ich kenne nicht alle. Ich bin da kein Comic Fan. Ich kenne jetzt nur Avengers oder und so weiter und so fort. Hulk Filme und Iron Man Filme und so weiter und so fort. Captain America. Und ja, die Helden sind hier alle mit drin. Du kannst du von Anzüge anziehen und dann selbst deren Fähigkeiten übernehmen und äh, Gas geben. Und äh, ja, das würde ich euch gerne mal zeigen. Link dazu in der Videobeschreibung, der Modus wieder 1710, oben links könnt ihr es ja sehen. Und dann geht's auch schon los. Äh, meta öffnen. Hier gibt es ziemlich viele Anzüge. Problem für mich, irgendwie gibt es auch Anzüge, die mehrfach von einer Person sind. Das heißt, Angenommen gehst du oben zum Flash, hast hier The Flash, dann Reverse Flash. Wie gesagt, da hört es bei mir auf, Kenne ich leider nicht. Dann nochmal Hunter Solomon, The Flash Chest Piece. Dann Zoom, na gut, das ist wieder was anderes. Aber irgendwie noch gibt es noch Kid Flash, genau Kid Flash, wo er klein ist oder was, als Junge. Ja. Ähm, die Anzüge haben alle auch irgendeine gewisse ähm, Bonusrate unten dran. Zum Beispiel, beim Flash kann ich einfach mal nehmen hier, komm, Exemplar. Stehen wir mal Flash hier kurz raus. Ähm, Hose und Schuhe. die hab, Der hat, ähm, wenn er alles hat, Super Speed, Enhanced Reflexes, Cellular Regeneration und Accelerated Perception. Das letzte das weiß ich gerade nicht. Aber du generierst dich schneller, hast nämlich schnellere Reflexe, kannst schneller laufen, hast auch 90% Schadensreduktion, 5% Fallschadenreduktion, 1% Jump Boost, oder dass du eins hochspringen kannst, 4 Base Speed Levels, du läufst generell schon schneller und plus 2 Punch Damage. Egal, ziehen wir einfach mal alles an. Jo. Der Anzug passt mir zwar nicht ganz wegen meinem Skin, weil deswegen, ja. Meine Augen sind einfach weiter. Ja, die sind weiter oben, als dass die Maske das abdeckt. Tut mir leid. Deswegen sieht mein Skin halt immer so ein bisschen dümmlich aus. Na, egal. So, und Eigenschaften von Flash. Es gibt ein paar Tasten, die kann man drücken. Gehst in die Optionen rein unter Controls. Da gibt es hier bei Fisk Superheroes. Also Fisk, von dem ist der Mod. Kannst du gucken, was hier die ähm, Fähigkeiten sind, welche Tasten du drücken musst. Äh, Decelerate, Accelerate habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Das ist, glaube ich, zum ähm, Aufsteigen und Absteigen. Oder halt sich auch Beschleunigen einfach ein bisschen an. Beschleunigen und abbremsen wieder, aber im Prinzip ist für uns wichtig N und M. Damit kannst du nämlich hier die Sachen machen. Es gibt auch eine Suit-Fähigkeit, eine Anzugsfähigkeit. H ha, habe ich aber noch keinen Anzug gefunden, der da irgendwie funktioniert. Pfeile und so ausbilden, werde ich euch auch noch gleich mal zeigen. Und einen Maske habe ich auch noch ein bisschen nie gebraucht. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert damit. So, ähm, es gibt noch ein paar Items übrigens hier unten. Also Captain America's Shield oder Deadpool's Katanas und alles Mögliche. Hier hast du sämtliche Waffen, die die teilweise haben. Die funktionieren auch, kannst du anziehen und ausprobieren. So, äh, den Bogen hier kennen wir doch. Reverse, Flash Emblem, Flash Emblem, für immer man das braucht. Einhält war ich irgendwie sehr... Hä? Senior Cactus? Warum gibt es einen Superhelden, der sich Senior kaktus nennt? Bitte. Weather Clear, das ist mein Tag. Das hört sich schon mal richtig gruselig an. So, jetzt zu den Fähigkeiten. Ähm, Flash. Kann Erstens, der läuft schon ein bisschen schneller. Hui, kann schneller laufen, aber passt mal auf, was jetzt gleich passiert. Und Achtung! Nee, ich mache jetzt ernst. Boom. Wer hat's gedacht? Nee, super Speed. Oben rechts seht ihr eine kmh-Anzeige, die natürlich eigentlich zu wenig ist für sein normales Speed, glaube ich. Aber wenn du nochmal sprintest, ich sprinte gerade nicht, ne? Wenn ich jetzt sprinte, gibt es nochmal einen kleinen Boost und du gehst auf 200 kmh hoch. Sieht halt cool aus, der Effekt, weil du ziehst so einen roten Schimmer hinter dir her und du kannst aber super schnell durch die Gegend laufen. Ist auf jeden Fall cool und äh, nett gemacht. Soviel zum Thema. Ich kann auch, wenn ich laufe, doch, ich kann auch beim Laufen Eier Ei werfen. Aber ich kann die, Ei, kann die Eier werfen, überholen und hier hinten dann wieder fangen. <laughs> Pass auf, ich kann ein Ei werfen, überholen und dann auffangen. Ja, ich kann mir selbst Eier zuwerfen. Hey, Jetzt, und, got it. Und, hui. Da kommt das Ei. Wieder gefangen. Oder auch nicht. Da war ein Hühnchen. Bumm. Das soll ich schon mal machen. Ups, da war's. Verdammt. Man kann einfach Sachen werfen und sie selbst wieder auffangen. Nachdem man sie aber weit nach vorne geworfen hat. Egal. Tut mir leid. Macht mir Spaß. Dann suchen wir uns mal den nächsten Helden aus. Aber irgendwas hier. Zooms Maß kenne ich schon wieder nicht. Bei meinen Experimenten habe ich aber rausgefunden. Ach so, ich sollte vielleicht erstmal ein Flash ausziehen. Bei meinen Experimenten habe ich rausgefunden, dass... Achso, so, die Maske. Ja, warte auch dieser über Superspeed verfügt und der hat voll coole Blitze. Also Outfit sieht schon mal sehr böse aus. Die Blitze sind cool, Outfit sieht hässlich aus. Aber ähm, auch dieser hat Superspeed und das Witzige, oder das Krasse dabei ist, schaut mal auf die KMH-Speed. Der hat jetzt schon bei normal laufen mehr Geschwindigkeit als der Flash, wenn er sprintet. Äh, warte mal kurz. Bevor, hier, nur so nebenbei, bevor ich wieder falsch ausspreche, Flash oder Flash... Ich habe gleich mal die Serie Supergirl geguckt und äh, da haben sie alle Flash ausgesprochen auf Englisch, weil auf Englisch der ja so ausgesprochen wird auf Deutsch heißt er Flash oder. Sehr ja wurscht, wer es ist. Vor euch hier weg tiltet, nun so nebenbei. Also Flash geht anscheinend auch. So, dann. Wenn ich mit dem sprinte, macht er 300 kmh. Ist der auch normalerweise schneller als der Flash, Flash, Flashy, die Flash? Ist der schneller normal? Weil. Der ist jetzt schon schneller. Und zwar. 200 km sprintet der, der läuft ganz normal 230 und sprinten tut er 300 in eine Richtung. Ja, klasse. Aber auch hier sieht der Effekt cool aus. Wahrscheinlich ein Erzfeind von dem oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Gehen wir mal weiter zum nächsten Anzug, den ich euch gerne zeigen würde. Und der nächste Anzug, kommen wir nehmen was Cooles. Wir nehmen mal Iron Man. Iron Man hat ein paar mehr Features, muss ich gerade sagen. Zieht ihr noch mal alle an gerade. Zack, Zack, Zack. So, herzlich willkommen bei Iron Mano. Und dieser kann natürlich fliegen. Und ups, wenn er nach vorne fliegt, neigt sich auch der Körper und er kann also zur Seite fliegen. Ist das nicht cool? bist so über die Wolken und dann kann er wieder runterfallen und sich abfangen und dann. Ja, doch, sieht äh, cool aus, wenn er so also fliegt. Geht auch im Survival-Modus. Also, ich bin zwar Creative, aber ich habe nicht den Creative-Flug an, sonst würde er nämlich anders fliegen. Creative-Flug würde dann so aussehen: Das Creative-Flug. Hui, das war's. Und das jetzt wieder, das wieder äh, Iron Man-Flug im Survival-Modus. So, außerdem kann er noch, wenn du in dem drin bist, hier ähm, N drücken und schießen. Und das natürlich auch im Flug natürlich. Hier, Kascha. Bam. Muss man N gedrückt halten, damit er die Hand so vormacht. Und dann rechtsklicken nochmal, um tatsächlich was abzuschießen. Und dann kann ich von hier oben die weg Und es sieht halt hier böse aus, ne? Boom. Ja. Ja gut, und ansonsten. Ansonsten kann man es einfach nur im Laufen machen. Das gibt natürlich auch. Aber das fand ich ein sehr gutes Feature. Dass du mir fliegen kannst, dann. Ups. So, jetzt Iron Man Style. Natürlich hier noch. Boom. Ja, genau, das wäre auch was cooles mit Thumbnail. Bam. Egal. Wir sind schon wieder viel zu so weit oben. Lass mich fallen. Nicht so weit nach oben fliegen, ihr wisst, dann friert das Ding ein. Ja, ich fliege mal wieder zurück. Aber ich habe das Gefühl, dass man schneller fliegt als Flug im Creative Mode. Von daher ist schon. Okay. okay. Äh, nächster Anzug, bitte. Danke. Ah, äh, ich habe das einfach ausgelöscht. Wir könnten noch nochmal. Äh, bestimmt irgendwo da. Captain America hätten wir noch. Das einfach mal die, die ich kenne. Ihr kennt das schon mehr. Probiert auch selbst ein bisschen dran rum. Es gibt auch eine Ärzte, mit denen du hier arbeiten kannst. Wie Brainium, Tutorium oder was auch immer. Äh, müsst ihr dir gucken, wie die Rezepte für das Ding sind. Äh, die, 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 die kann ich hier nicht zeigen. Die Folge geht zu so lang. Ich habe vorhin schon mal ein bisschen getestet. Und ähm, hier kannst kann sich zu Tode spielen mit den Dingern, was einfach Spaß macht. So, Captain America. Hat er irgendeine Fähigkeit? Ich habe es jetzt noch keine rausgefunden. Er kann auch nicht sprinten. Er kann auch nicht langsamer laufen eine Zeitlupe. Er kann irgendwie, naja. So, aber er sieht halt cool aus mit seinem Schild. Das heißt, einfach mal Schild nehmen. Besonders bei dem Schild ist, wenn er es nicht anhat, sieht er ganz normal aus. Wenn das es drüber läuft und es ist im Inventar oder in der Hotbar, oder was nicht ausgewählt hat, ist auf dem Rücken. Und wenn du es auswählst, ist es halt vorne in der Hand. Das war halt so die coole Sache noch. Okay. Aber ich habe irgendwie nicht festgestellt, dass er irgendeine Spezialfähigkeit hat. Ich finde Captain America ein bisschen schwach von den Helden irgendwie. Weil, keine Ahnung, da fehlt so ein bisschen. Wat. Er hat halt nur sein Schild. Und ein bisschen Power. So, dann als nächstes. Ach genau, was ich auch noch zeigen wollte. Und zwar, was ich auch bei aus der Supergirl-Serie kenne, ist ein äh, Masianer. Und kann ich gerade mal nehmen. Zack, 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 und dann sehe ich echt aus. Jo, wieder Hank. So. Und ähm, dieser hat ebenfalls eine Spezialfähigkeit. Also A, er kann. Er kann warte mal kurz. Kann ich? Ach genau, er kann auch fliegen. Das ist jetzt der Marsianer-Flug, weil der sinkt, das gerade nicht im Creative, wie gerade sehen könnt. Auch so ein bisschen geschmeidig fliegt er, sinkt und steigt und sinkt und steigt. Das Cape flattert ein bisschen Wind, aber er legt es nicht so flach wie der Iron Man. Und seine Spezialfähigkeit, er kann sich ja in andere Wesen verwandeln. Beispielsweise. Also auch wieder mit N jetzt. Ich habe schon ein paar Sachen ausgetestet, ich habe mal was eingedrangen. Man kann sich einen Namen aussuchen, was er sich verwandelt, so andere Spieler oder so. Und ich habe es einfach mal selbst, in mich selbst verwandelt. Dann verwandle ich mich so, zack, und werde zu. Spark. Hi, ich bin Zwager Phoenix. Na, wer jetzt gedacht? Okay, eigentlich bin ich nicht Spark, sondern ich bin. Ah, ein Marcianer. Hi, ich bin Hank. So, und dann kam jetzt wieder was anderes. Ich habe auch Captain Sparkles genommen oder so. Ich habe einfach ein paar Namen eingetragen. Hi. Kein Problem. Oder was ebenfalls geht, ich habe einfach mal Gronk genommen. So war da Gronk so ein Skin. So ein babysabba gesichtsskin Äh, wie heißt denn Revi? Also in, in Minecraft. Heißt der Raven's side in Minecraft? Ja, ich glaube schon. Ja, da hi. Ich habe Rivi Skin. Ja. Man kann alles mögliche nehmen. Mit M kannst du dich sofort wieder zurückfahren. Einfach deine normale Gestalt. Okay, Zu viel dazu. Ich weiß nicht, die Idee den, den, den fand ich echt gut hier. Ansonsten gibt es halt noch jede Menge andere Sachen hier, ähm, die ich alle mal wieder nicht kenne. Atom kenne ich nicht. Ant-Man könnten wir mal ausprobieren. Oh, warte mal kurz, den habe ich nicht getestet, aber den könnten wir ausprobieren. Ähm, der müsste sich schrumpfen können. Und ansonsten haben wir noch Black Panther. Okay, das ist noch was. Geomancer, nee. Colossus kenne ich auch wieder nicht. Black Canaries. Killer. Irgendwann haben wir noch Batman-Anzug, glaube ich, aber ich bin eben kein Batman-Fan, deswegen. <laughs> Batman, finde ich, ist ja eigentlich nur ein Mensch mit Tools und allem Möglichen. Der sollte bei den super auch gar nicht mithalten können. Wie soll... Gab es irgendwo F Film Batman vs. Superman? Wie soll das funktionieren? Der Superman klatscht ihn Einmal, der fliegt weg tot. <laughs> Theoretisch. Eigentlich. Batman ist einfach nur, hat Tools, aber ist eigentlich ein normaler Mensch. Der kann keine Superkräfte, oder? So. Ähm, tun wir deine alle Batman-Fans. Ich zieh mal Ant-Man an. Hoi. Und wenn ich jetzt hier N drück, kann ich geschrumpft werden. Schum. Hallo. Na, du Pony? Und hier kann ich überall dann ja, mich verstecken und langlaufen. Oh schon eine Maske liegen gehabt. Ich kann zwischen Pferde durchlaufen. Nee, kann ich nicht, ich kann, weil die ich bin immer noch eine Entity, also kann ich ganz durchlaufen. Aber ja, ich glaube, ich bin äh, etwas Hilfe, ich bin geschrumpft. Du musst die Stimme so ein bisschen klein werden. Kann ich aber nicht machen. Ich die Stimme nicht so runter. Hilfe. Ja gut. Äh wenn das, Schatz, ich habe die Kinder geschrumpft oder so. Achso, genau, unten haben wir auch eine Zeitanzeige, die abläuft. Man kann nur eine gewisse Zeit geschrumpft bleiben. Achso, das war Creative Mode auch eben gerade nur. Äh, kann ich hier Suit-Fähigkeit? Nee, kann ich nicht. Shift-Taste hier, Right-Shift, nee, Right-Shift war das da hier. Warning. Mass critically low. Ja, mal gucken. Ob jetzt gleich die Bude platzt. Was passiert, wenn abläuft? Downloading Terra. Oh. Ja, yep. das ist gut gemacht. Ähm ich bin zu klein geschrumpft und bin jetzt zwischen Atomen. Oh, 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 oh. was haben wir denn hier? Partikel Shell. Irgendwas zieht mich in die Mitte, weil das... Aber ich werde davon angezogen von den Atomen hier. Ja, ich hänge... Also auch an der Seite bleibe ich jetzt hier hängen. Ich werde von den Atomen angezogen. Einfach, weil ich so klein bin. Äh, und hänge jetzt hier fest. Ja. Ich hänge hier fest. Kann ich mal äh, flug in Creative Mode oder so? Ich weiß gar nicht. Ich hänge häng einfach an den Atomen fest. Ja, RIP. Okay, nee. Ich, ich kann der Gravitation gerade so noch wieder... Äh, nee jetzt da. Also im Crater werde ich, glaube ich, direkt rangezogen. Ich kann gerade noch so wieder stehen und dann hier runterfallen. Zum nächsten Atom. Oh! Das ist natürlich cool gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie ich wieder zurückkommen sollte. Ne? Ähm, ich würde mal versuchen, zu dem anderen Ding da runterzufallen. Was das da für ein Teil ist? Oh Gott. Ich glaube, das Atom ist jetzt zu fett. Äh, ich habe ein Problem. <laughs> ich bleibe hier einfach hängen. Wenn ich das rauswerfe, die kleine Partikel ist halt auch hier drin. Ja, und wenn ich den Anzug ausziehe. Was ist dann? Hallo? Äh. Ja gut. Wenn ich M drücke. Ah ne, ich muss den Anzug wahrscheinlich wieder anziehen. M drücken oder so, dann kann ich mich wieder zurückmachen. M, gehe ich wieder groß? Ne, kann ich nicht. Ich, ich stecke hier fest. Ja, ich bin für ewig im Reich der Atome jetzt festgesteckt. Aber ja, coole, coole Geschichte. Also... Ähm, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video oder so. Da ist ein lauter kleiner Kerl noch drin. Da ja, bekommen wir den Atom. Ich glaube, die Goldenen sind Goldatome. Alles andere kann ich gar nicht entziffern. Oh, jetzt falle ich wieder von oben irgendwie runter oder was? Ich wurde da oben. Nein, äh, nicht, bin nicht twitch ja. ja, jetzt bin ich wieder ganz nach oben teleportiert worden. Du fliegst einfach ewig durch. Ich habe bei der Höhe gerade geguckt. Und ich war gerade äh, höhenmäßig. Da ist zum Beispiel so ein Bad Höhenmäßig war ich gerade irgendwo ganz tief, und als ich unten weiter unten durchfahre, war ich wieder nach oben teleportiert worden in diese Welt. Und dann. Ja. Kann man mal machen. RIP. Okay, tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die mod Ich hoffe mal, ähm, sie war richtig krass. Falls ihr noch andere Suits davon sehen wollt, testet es aus. Ich kenne leider nicht mehr Heroes und weiß nicht, was die können. Aber äh, ich denke mal, für eine Vorstellung ist das ganz angenehm. Gut, bis nächsten das krachen. Und ich versuche rauszukommen. Und tschüss.